Börse mit ihrem scheiß Pharmaunternehmen und verdienen sich dumm und dämlich. Unsere Mitbürger sind leider immer noch nicht alle besonders aufgeklärt. Das sieht man dann auch daran, dass die freiwillig weiter Maske tragen. Ich fand das ganz erschreckend. Also der Sklave, der selber freiwillig in Ketten bleibt. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Aber ich denke, wenn jetzt der Sommer kommt und die Leute mal durchatmen, dann wird sich auch das geben. Und es liegt an uns, die Leute zu informieren und aufzuklären, damit sie begreifen, was hier geschehen ist, damit sie sich uns anschließen und damit wir den Druck weiter erhöhen können, bis diese Verbrecher zur Rechenschaft gezogen werden. Ich hab gerade auch schon Bilder gesehen aus Essen. Da sind auch viele von uns und besuchen den Klabauterbach, der da Wahlkampf macht. Und ich glaube, egal wo der auftaucht, überall werden jetzt Leute sein und ordentlich Stimmung machen, um ihm zu verstehen zu geben, dass wir ihn nicht haben wollen. Der gehört nicht in den Bundestag, der gehört ins Gefängnis. Und das merkt er jetzt auch. Also, wir sind hier und wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. 2G, 3G, das ist Ausgrenzung, das ist Diskriminierung, das ist Faschismus. Wir gehen hier auf die Straße gegen den Faschismus unserer Regierung. Für Frieden, für Freiheit, für unsere Demokratie und für unser Grundgesetz. Frieden! Freiheit! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Danke! Frieden! Aber die Menschen lassen sich verarschen, denn kaum sind diese Marionetten gewählt, machen sie exakt das Gegenteil von dem, was sie uns versprochen haben. Und das geht nicht. Das ist keine Demokratie mehr. Wir werden verarscht und wir lassen es zu. Deswegen ist es wichtig, bei der Landtagswahl, ja, keine der gerade genannten Parteien zu wählen, sag ich mal. Im Moment machen viele Leute von uns auch Wahlkampf für die Basis oder für andere Parteien. Es gibt ja eigentlich unzählige Parteien. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Informiert euch mal und dann wählt vernünftig und keine professionellen Politikmarionetten, die uns eh alle verarschen, gesteuert von den Großkonzernen und die garantiert keine Politik für uns Bürgerinnen und Bürger machen, sondern nur für sich und für die Großkonzerne. Wir haben quasi, ja, ich würde sagen, eine Scheindemokratie, denn ob man jetzt SPD oder CDU wählt, ja, kann man nur über die Farbe der Marionette entscheiden und die Politik, die gemacht wird, bleibt weiterhin bürgerfeindlich und das geht so nicht weiter. Und wir haben jetzt, wie gesagt, wieder Wahl, deswegen informiert euch, wählt vernünftig. Gegen diese Politikmarionetten. Wüstnis weg! 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 Die Impfpflicht ab 60 ist glücklicherweise erstmal vom Tisch. Die Frage ist natürlich, wie lange. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es aktuell schon eine Impfpflicht gibt. Und zwar eine einrichtungsbezogene. Und auch das ist totale Diskriminierung. Denn die Impfung schützt nicht vor Ansteckung, sie schützt auch nicht vor Weitergabe. Und wir gehen hier auf die Straße, damit diese Impfpflicht zurückgenommen wird. Denn für jeden, egal welchen Beruf er ausübt, gilt die freie Impfentscheidung. Es gilt My Body, My Choice. Und da haben diese Politverbrecher nichts reinzureden. Freiheit! Freiheit! Frieden! Freiheit, Frieden, Selbstbestimmung! Freiheit, Frieden, Selbstbestimmung! Danke. Die Impfung wirkt nicht, sie schützt nicht, weder sie, sich selbst noch andere, denn sie verhindert keine Ansteckung und keine Weitergabe. Und ich frage mich jetzt, was macht der Klabauterbach mit so vielen Millionen Impfdosen?
Ich hoffe, er konsumiert sie alle selber, dann haben wir vielleicht ein Problem bei nicht mehr an der Backe. Aber diese Impfdosen, die kosten Millionen und Milliarden. Aber es sind ja nur unsere Steuergelder. Der Pharmakonzern BioNTech Pfizer freut sich. 10 Milliarden Reingewinn nach Steuern. Super! Das Geld, was uns hier aus der Tasche gezogen wird, wandert in die Taschen von diesen Großkonzernen und macht wenige Menschen super reich. Statt dass wir es investieren in unser Gesundheitssystem, in unser Bildungssystem oder in irgendwas anderes Vernünftiges. Ja, in die Kinder, genau. Ja, unsere Steuergelder werden verschwendet und diese Verbrecher werden bis jetzt nicht zur Rechenschaft gezogen. Das kann so nicht weitergehen. Diese Menschen müssen dafür haften, was sie so verbrechen. Mit dem betreuten Denken von ZDF und ARD. Informieren Sie sich unabhängig unter reitschuster.de oder wieges.org. Denn ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Zweiter Stich, dritter Stich und die Impfung hilft immer noch nicht. Lassen Sie sich nicht länger verarschen. Schluss mit dem Impfabo. Wir müssen hin zu einer Gesundheitspolitik für die Bürgerinnen und Bürger und keine Milliarden mehr für die Pharmaindustrie. Von ZDF und ARD. Informiert euch unabhängig unter reitschuster.de oder wieges.org. Vielleicht schaut ihr jetzt mal mit dem Handy rein und ihr werdet sehen, wir werden alle von der Regierung belogen und betrogen. Kommt zu uns auf die Straße für Frieden, für Freiheit, für unsere Demokratie und für unser Grundgesetz. Gebt euch eure Impfung in den Arsch. Schiebt euch eure Impfung in den Arsch. Wir sind hier für Frieden, für Freiheit, für unsere Demokratie und für unser Grundgesetz. Machen Sie Schluss mit dem betreuten Denken von ZDF und ARD. Informieren Sie sich unabhängig unter reitschuster.de oder wieges.org. Dem fehlt leider ein bisschen Informationen, die sind total geframed und total überzeugt und das ist total traurig. Weil sie glauben ja, gut informiert zu sein, lassen sich dabei leider instrumentalisieren, wie so viele andere Menschen auch. Völlig egal, das betrifft ja leider alle, völlig unabhängig von Bildung. Und das große Problem, was wir da sehen, sind die Massenmedien und dieses Framing. Unsere Politiker belügen uns. Wiederholen diese Lügen so oft, bis alle sie glauben, aber dadurch wird das noch lange nicht wahr. Es wird leider nur wahr in den Köpfen der geframten und verblödeten Leute. Und wir bezahlen. Ja, und wir bezahlen diese scheiß Propaganda auch noch. Super ätzend. Aber wir sind ja hier für Aufklärung. Und das liegt an jedem von uns, immer schön seine Bekannten und Freunde aufzuklären. Natürlich lieb und nett und nicht aggressiv. Man sollte auch nie behaupten, dass man im Besitz der Wahrheit ist. Sowas Obskures macht nur der Lauterbach. Aber der muss auch so eine Glaskugel haben oder immer, ne? Der sieht ja immer ganz komische Sachen da. Egal, so viel dazu. Klärt weiter auf. Ich versuche das auch immer mit Gesprächen, friedlich und freundlich. Und das hilft auch. Viele Freunde von mir waren schon mit hier auf der Demo. Waren ganz begeistert, kriegen wir da trotzdem nicht den Arsch hoch, jeden Samstag mitzukommen. Aber wir machen das. Und in diesem Sinne, wir sehen uns auch natürlich nächsten Samstag wieder hier. Selber Ort, selbe Zeit.